Hallo meine lieben Zuschauer, ich darf euch begrüßen zu eMount News im Mai 2016. Ich denke, also dieses News-Update zwischendurch hat sich doch als ganz gutes Format inzwischen erwiesen, wo einfach mit jetzt nicht ganz so großen Aufwand vom Videotechnischen her sich doch einiges rüberbringen lässt, einige interessante Informationen. Damit wollen wir auch schon direkt einsteigen. Nochmal ein Ton zu den G-Master Objektiven. Da hat die Marketingabteilung ja ganze Arbeit geleistet, um diesen Namen nochmal raus zu arbeiten, in dieses Label zu benennen. Es gab ja schon vorher Objektive, die dieses G, ich weiß gar nicht, ich belustige mich immer so ein bisschen drüber, wenn ich das ausspreche, G. Und jetzt haben wir noch einen draufgesetzt und das Ganze G-Master genannt. Und da ist allen voran das 85mm F14 G-Master. Da möchte ich noch mal jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Warum kommt das Objektiv für mich nicht in Frage? Das war wie ich das mal kurz erwähnt hatte, habe ich nur kurz auf den Preis abgestellt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ein Objektiv, wenn man das wirklich braucht, dann gibt man auch mal ein bisschen mehr aus, aber hier ist es jetzt nicht nur der Preis, der inzwischen reduziert wurde, also man spart einen Euro dabei, über die Wortwahl möchte ich jetzt keine weitere Zeit verlieren. Der Punkt ist, 2000 Euro ist schon im Objektivbereich, wenn es jetzt nicht gerade um so spezielle Telebrennweiten geht, wo wir auch mal in 5000 oder 8000 Euro Bereichen kommen, also hier jetzt so eher in dem Normalobjektivbereich, sind 2000 Euro natürlich schon Oberkante, Unterlippe, was Sony sich da erlaubt abzurufen, das ist schon ein ganz dicker Hund und ich denke, dass es schon auch mal ziemlich, sag ich jetzt mal vom Verkauf her, hier stocken wird. Ja, warum, abgesehen von dem Preis jetzt, wo ich nicht bereit bin, 2000 Euro hinzulegen, ja, inzwischen schon eine Rezension abgeliefert mit ganzen paar Zeilen. Da habe ich letztes Mal einen Kommentar abgegeben. Da hat einer auch so einen Zweizeiler für den 2000 Euro Objektiv geschrieben und da habe ich auch mal erlaubt, mir zu sagen, ob man da nicht so ein bisschen mehr drüber sagen kann. Ja, das Objektiv erfüllt seinen Zweck. Er ist 25 Jahre Fotograf und habe dann ziemlich eine harsche Antwort auch bekommen auf die Kritik, dass zwei Zeilen doch so ein bisschen für eine Rezension. Ich meine, natürlich, klar, es hat jetzt jemand sein 5-Sterne-Feedback gegeben. Ja, man soll auch hier Danke sagen, aber ich meine, wenn man sich schon die Mühe macht, ein Feedback, dann werden so ein paar Statements, ich meine, so ein Objektiv, wenn man sich ein Objektiv für 2000 Euro kauft, dann hat man ja normalerweise schon ein bisschen mehr Erwartungen an ein Objektiv und kann dann, weiß auch ein bisschen genauer, was so ein Objektiv kann und wie die Abbildungsleistung in verschiedenen Bereichen, bei dunklem Licht, bei im Bokeh, im nahen Fernbokeh und auf dem Bild Rändern und von der Schärfe und von der Bildharmonie und von der Farbleistung, Kontrastlensflares etc. Muss ich sagen, irgendwie, jetzt hat man 5 Sterne abgegeben, aber man hätte sich fast auch sparen können. Da ist auch schon bei mir jetzt so der Hauptkritikpunkt, was will ich eigentlich mit dem 85mm Objektiv machen?
Ich meine, klar, es hat Blende 1,4. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, muss man schon mal jetzt generell mal sagen. Aber 85 mm, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt zum Beispiel auch das 2470 F4, das kann auch 70 mm, sind auch fast 85 mm. Ja. Also rein von der Brennweite her, die ist es jetzt nicht. Ja, zusammen mit der Lichtstärke ist es natürlich schon eine Hausnummer, aber Artikelgewicht 821 Gramm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier genau stimmt oder ob hier Sony nochmal was genaueres geschrieben. Also es ist, was ich damit sagen will, ist, das Ding ist schon ein dicker Brummer, ja, ich habe es im Fotoladen mal gesehen. Und das ist nicht wie die anderen Objektive, ja, das ist schon ein richtiger Kolben an der Kamera. So, das Objektiv nimmt man dann schon auch speziell irgendwo mit und jetzt nicht mal im Rucksack zur Landschaftsfotografie. Naja, kann man sicher auch machen. Und dafür wäre es vielleicht meiner Meinung nach auch noch besser geeignet. Aber der Punkt ist, das ist halt schon ein sehr scharfes Objektiv und ist für mich jetzt weniger auf harmonische Bildwirkung getrimmt. Von daher also für einen Porträt, für ein Fotoshooting, wo ich jetzt so typischerweise ein 85 mm Objektiv habe, wäre es jetzt dann für mich eigentlich gerade eher weniger geeignet. Ja. Da habe ich dann schon nochmal Alternativen, wie jetzt beispielsweise das Canon 85 mm F1,2 mit Adapter an der Sony. Das ist halt ja von der chromatischen Aberration und der Auflösung her grausam eher, ja, oder sehr schwach, um es jetzt nicht mal ganz so emotional auszudrücken. Also das Canon ist jetzt nicht wirklich eine Alternative, aber es ist zumindest eher sehr harmonisch und würde ich jetzt für Porträtshooting eher geeignet sehen als dieses G-Master Objektiv, wobei das Canon mit Adapter ja halt dann eher an der Alpha 6300, Alpha 7 R Mark II funktionieren würde. Ja, eine manuelle Alternative und da kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Preis. Hier hat Samyang ein 85 mm F1.4. Hier haben wir bereits 22 Kundenrezensionen und 25 beantwortete Fragen. Wow. Bietet das Ganze auch mit einem ganzen Sack voll Anschlüssen an. Ja, gut, beim manuellen Fokus oder beziehungsweise komplett ohne Objektivkontakte ist es natürlich auch keine Kunst, aber nichtsdestotrotz haben wir hier 304 Euro. Also das ist ja schon mal fast Faktor 1 zu 10. Und vor allem, wir haben hier auch eine 4,5-Sterne-Bewertung haben wir hier. Also das heißt irgendwie, was Samyang hier gezaubert hat, ist jetzt nichts, was irgendwie komplett von der Rolle fällt, sondern das ist auch ein Objektiv, was durchaus von den Kunden hier hochkarätig bewertet wurde. Ja, eine ganz innovative Fotografie. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, also da, das ist, ich meine, bei den Amazon-Bildern, da frage ich mich auch, warum man da nicht ein bisschen mehr Auflösung reinbekommt. Aber gut, das ist halt speziell jetzt im Fotografiebereich, wo man sich das wünscht. Bei den anderen Produktkategorien ist natürlich so ein kleines bisschen mal völlig ausreichend. Ja. Aber bei der Fotografie möchte man immer gerade die Qualität beurteilen. Von daher ist es so ein bisschen, unnütz hier viele Bilder zu posten, aber wie auch immer. Das jetzt bloß mal so im Vergleich und es sind natürlich auch noch andere 85 mm Objektive oder man kann natürlich auch mal, sage ich jetzt mal, mit 50 mm, das ist ja jetzt gerade so das Normalobjektiv, das typische, da wo man ganz, ganz viele auch haben, auch die an der Sony mit Autofokus arbeiten, auch mit Blendenöffnung 1,4 dann.
Da haben wir auch nochmal eine riesige Auswahl. Also von daher sind wir hier mit dem Preis völlig von der Rolle. Und also das macht für mich irgendwie beim besten Willen keinen Sinn, mir das Ding zuzulegen. Weiter zum nächsten G-Master. Da haben wir jetzt auch, ich meine, eine Kundenrezension. Das kann man sicher erst den Wert ernst nehmen. 5, 10 Rezensionen, wenn er mal da sind, aber da mache ich mir keine Sorgen, dass bei dem Preis ja, auch hier spart man einen ganzen Euro. Gut angelegt beim Negativzins der EZB ist der in 20 Jahren auch weg, aber ja, Spaß am Rande. Lichtstärke 2,8, auch ein dicker Kolben. Was haben wir hier? 885 Gramm auch. Ja, der Kunde wünscht es richtig. Wir wollen ein Objektiv mit Lichtstärke 2,8. Das ist richtig und das soll auch ein sehr scharfes Objektiv sein. Und es ist generell auf jeden Fall ein Objektiv, das was interessant ist. Und es ist jetzt vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt ins Porträt-Shooting geht, sondern mehr so als ja, Standardobjektiv, ja, es ist halt jetzt gerade auf den Sony-Kameras, wie gesagt, irgendwie ein dicker Brocken, der auf der einen Seite jetzt so ein bisschen das ganze spiegellose Konzept oder das leichtgewichtige Konzept so ein Stück weit ad absurdum führt. Auf der anderen Seite, ja gut, wenn man hochwertiges Objektiv will. Es ist ja aber dann halt vom Gewicht her immer so ein bisschen die Frage nach dem Anwendungszweck. Mit einem Zoom-Objektiv, ja, für ein Shooting, wenn ich jetzt ein Studio-Shooting oder so mache, dann gehe ich eh auf eine kleinere Blende, ja, aber mit dem kann man vielleicht dann auch mal großblendiger fotografieren. Ja, kann ich mir vorstellen, aber dann ist auch wieder die Frage, wenn ich sowieso dann im Studio bin, da gibt es dann auch wieder Alternativen. Ja? Also von daher auch für mich jetzt eher mäßig bis vom Preis her dann überhaupt nicht interessant. Also hier hat man schon auch, ich hätte jetzt mal gesagt, irgendwie für 1200 Euro, das hätte ich jetzt auch als sehr saftigen Preis empfunden. Da hätte man sich es noch überlegen können, aber für 2400 Euro definitiv nein. Ja, und ich meine, ja, einer hat es wohl schon gekauft, obwohl hier ist es im Moment nicht verfügbar. Ja, da wieder auch, dass dieses Objektiv, das habe ich in der Sony A-Mount-Version, habe ich das hier. Man muss natürlich sagen, es kann nicht ganz mithalten, dass es vom Datum her ist es schon von ja, 2007. Das ist nicht ganz auf dem aktuellen Stand der Technik. Trotzdem muss ich aber einräumen, dass dieses Objektiv trotzdem aus dieser Jahresära, aus dem Abschnitt so 2000, sagen wir 2005 bis 2008 rum in dem Dreh, eins der besten Objektiven, auch gerade von Sigma noch ist. Da ist zum Beispiel Sigma 20 mm F1.8, ist eher, also sehe ich jetzt eher von der Qualität deutlich unten drunter angesiedelt. Hier haben wir doch irgendwie ein relativ harmonisches Bokeh noch. Hier haben wir eine relativ gute Schärfe, auch über den gesamten Zoom-Bereich verteilt. Also das Objektiv würde ich schon heute jetzt auch noch so verwenden. Allerdings muss ich sagen, jetzt mit dem A-Mount, ich bin ja jetzt das letzte Jahr völlig irgendwie von der A-Mount-Adaptierung, weil ich für mich war ja das jetzt eigentlich dann so die vor herrschende oder die eigentlich bessere Alternative von Fremdobjektiven zu adaptieren, wenn ich die Wahl hatte, dass ich auf A-Mount gehe und das dann mit den LAIA3 bzw. LAIA4 Adapter auf Sony E-Mount adaptiere. Aber ich bin jetzt da wesentlich im Wesentlichen eigentlich voll dazu übergegangen, von Canon aus zu adaptieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit den Metabones Adapter, der ist auch noch da, geht demnächst sicher auch ja, wahrscheinlich, also man soll ja nichts überstürzen, ja. Also den Sigma und den Metabones Adapter, ich denke, beides macht keinen Sinn.
Und da der Sigma-Adapter ja doch auch jetzt bei geringerer Lichtstärke noch meines Erachtens bessere Autofokusergebnisse und allgemein ja halt mehr Features der Kamera zur Verfügung stellt, ist für mich jetzt eher dann der Sigma-Adapter im Moment der Favorit, den ich behalten werde, falls es jetzt dann nicht irgendwelche Revolutionen noch die nächsten paar Wochen gibt. Geht der Metabones-Adapter jetzt erstmal wieder auf Reise. Und von daher ist für mich jetzt die Canon-Variante im Moment bei allen Objektiven da die eher vorteilhaftere Variante, die ich anstrebe. Auch generell gibt es für Canon auch dann noch eine größere Objektivanzahl, Spektrum, was man bekommt. Und oft sind Canon-Objektive sind auch günstiger als Sony. Ja. Hier ist es wohl ausnahmsweise mal umgekehrt, aber ja, es ist doch sehr oft so. Ja, gut. So Telekonverter, was wir sagen wir jetzt mal 1,4-fach, die 2,0-fach, die kosten halt schon sehr viel Qualität. Aber jetzt gerade, wenn man so im Telebereich sich befindet, die gibt es natürlich auch für A-Mount, das ist ganz klar. Aber ja, für Canon, sage ich jetzt mal, da ist ja gerade dieser Kenco Pro 300, der scheint wohl ja, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis nochmal einer der sehr guten Telekonverter zu sein. Ist auch klein und überträgt auch die ganzen EXIF-Daten und alles und trägt auch entsprechend die Blenden- und Brennweitenveränderungen mit ein. Das ist zeigt dieses X im Namen an. Also es gibt von Kenco eine ganze Reihe von Konvertern. Ich glaube MC4, MC7 und die Pro-Serie. Und da gibt es DG und DGX. Und wo das X zeigt hier praktisch an, die DGs, die leiten die Objektivinformationen einfach durch. Hat auch seinen Vorteil, dass die Kamera, also gerade Canon-Kameras schalten ab einer gewissen Brennweite wohl, habe ich mir sagen lassen, den Autofokus ab, wenn die Blende zu, ab einer bestimmten Blende, Entschuldigung, wenn die Blende zu klein wird. Und das umgeht man mit dem DG, weil dann quasi die Kamera im Endeffekt ja, ausgetrickst wird. Und aber bei der Sony-Kamera, da gibt es solche Spränzchen eigentlich, da wird Autofokus gemacht bis zur Mitternachtsschwärze. Da haben wir dieses Spränzchen sowieso nicht, aber das ist jetzt halt auch nochmal eine Geschichte, was für so meine größeren Brennweiten oder auch für Makro oder sowas irgendwie auch nochmal interessant sein kann. Dann habe ich jetzt hier nochmal nach langen Hin und Her überlegen, da haben wir ja auch dieses 24-240, was ich schon mal angesprochen habe, das hole ich jetzt nicht noch einmal auf dem Bildschirm. Da habe ich jetzt auch lang überlegt, ob ich mir das ist im Moment irgendwie so beim Tausender vom Preis her, ob ich mir das hole und im Vergleich dazu habe ich jetzt hier das Tamron, das habe ich mir jetzt bestellt. Es wird jetzt hoffentlich auch die nächsten Tage mal eintreffen. 28 bis 300 mm. Warum habe ich jetzt zum Tamron gegriffen und nicht zum Sony? Ja, auf der einen Seite mit den Canon Mount und Adaptierung habe ich inzwischen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht an der Alpha 7R Mark II. An den anderen Alpha-Kameras solltet ihr mal noch ein bisschen aufpassen. Aber hier geht es mal gerade im Urlaub, irgendwie geht es mal hier nochmal bis 300 mm hoch. Und da kann ich dann auch meinen 1,4er Telekonverter nochmal damit benutzen. Das ist für mich jetzt ja da die attraktive Sache. Und Tamron, das ist jetzt ja nicht das allerneueste Modell, ist aber recht. Das sieht man bei eBay, sieht man es jetzt nicht, wann das Erscheinungsdatum ist. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, aber beziehungsweise das ist das neue, das ist eine neuere Variante, das PZD. Tun wir uns mal den Spaß an und schauen noch einmal kurz hier nach. Wir kennen das PZD.
hoffe, ich habe das ist richtig heraus, das ist von 2014, also eigentlich doch sehr, sehr neu, gerade mal noch nicht mal 2 Jahre auf dem Markt. Ja, von daher darf man schon, also habe ich jetzt auch gelesen, dass es sehr, sehr scharf ist und auch Piezo-Drive, also keine irgendwie Motoren, die großen Lärm machen, und man kann erwarten, dass es schnell ist und ordentlich fokussiert. Ja, das ist für mich jetzt da auch nochmal die Alternative. Also Tamron ist die letzten Jahre wohl auch, ich habe jetzt von verschiedenen Fotografen immer wieder bestätigt bekommen, dass Tamron sich auch in der Qualität sehr stark gemausert hat, auch irgendwie so ein bisschen in Richtung in die Fußstapfen von Sigma tritt, ja, weil Sigma hat jetzt die letzten Jahre auch mit dem Preisen ein bisschen angezogen und da sitzt jetzt Tamron richtig steif im Nacken. Ja, das war jetzt mal so die aktuellen News, abgesehen davon, dass Samyang jetzt nochmal auch mit Autofokus-Objektiven auf den E-Mount-Markt kommen will. Da gab es auch nochmal eine Meldung. Darüber werde ich sicher dann auch, wenn es da soweit ist, nochmal was berichten, weil das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend, weil auch Samyang, da habe ich ja schon mal das Fischei, das 12mm, dieses Voll-Fischei, auch mit dem ganzen gerade ziehen, habe ich ja einige Folgen gemacht und das ist auch ein sehr, sehr gutes Objektiv. Und wenn da Tamron jetzt auch, Samyang jetzt auch in die Autofokus Domäne einsteigt, bin ich natürlich auch mehr als glücklich. Ja, das war es jetzt so, die aktuellen technischen Entwicklungen von der Alpha 9, ob natürlich der Name, wer den erfunden hat, da gab es auch nochmal eine Meldung, die, ja, die man mittelmäßig ernst nehmen kann, wurde irgendwo im Central Park in New York wurde irgendjemand entdeckt, der eine Sony-Kamera hatte, die größer gewirkt hat und wo man die Beschriftung nicht gesehen hat und auf dem Display wohl irgendwas von 72 Megapixeln zu lesen war. Ja, aber da würde ich die Gerüchte jetzt erstmal nicht ganz so ernst nehmen und mal ein bisschen abwarten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Fotografieren und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal Neuigkeiten oder ein Tutorial gibt zum Thema E-Mount-Fotografie. Und damit sage ich Tschüss.